Ist es nicht traurig, wenn ein Ja zu einem Nein mutiert? Wenn man zusammenlebt und trotzdem jeder friert? Sie haben sich einmal so gut verstanden, die Liebe kam ihnen einfach abhanden. So wie wenn man ein Taschentuch verliert und nicht mehr weiß, wann ist es eigentlich passiert. Verliebt bis über beide Ohren, nahm er sie damals in den Arm und hat ihr ewige Treu geschworen, wie im Liebesroman. Bald hörte man schon Kinder lachen, das Glück schien nahezu perfekt. Noch Haus bauen und Karriere machen, wie im Hochglanzprospekt. Ist es nicht traurig, wenn ein Ja zu einem Nein mutiert? Wenn man zusammenlebt und trotzdem jeder friert? Sie haben sich einmal so gut verstanden, die Liebe kam ihnen einfach abhanden. So wie wenn man ein Taschentuch verliert und nicht mehr weiß, wann ist es eigentlich passiert. Dann hieß es, eisern sparen, die Schuldenlast wurde gestemmt. Innerhalb von 20 Jahren, zurückbezahlt bis auf den letzten Cent. Von ihren Träumen hat sie nie gesprochen und Fragen hat er nicht gestellt. Sein Schwur blieb dennoch ungebrochen, es zählte nur das große Geld. Ist es nicht traurig, wenn ein Ja zu einem Nein mutiert? Wenn man zusammenlebt und trotzdem jeder friert? Sie haben sich einmal so gut verstanden, die Liebe kam ihnen einfach abhanden. So wie wenn man ein Taschentuch verliert und nicht mehr weiß, wann ist es eigentlich passiert. Und als die Kinder sie verließen, waren ihre Herzen tränenschwer. Sie konnten sich nicht mehr genießen, das Haus schien plötzlich kalt und leer. Dann zog sie aus zu einem anderen, das machte für ihn keinen Sinn. Er hat bis heute nicht verstanden, warum sie eigentlich denn ging. Ist es nicht traurig, wenn ein Ja zu einem Nein mutiert? Wenn man zusammenlebt und trotzdem jeder friert? Sie haben sich einmal so gut verstanden, die Liebe kam ihnen einfach abhanden. So wie wenn man ein Taschentuch verliert und nicht mehr weiß, wann ist es eigentlich passiert.